Du warst Geheimagent oder genauer gesagt V-Mann-Werber. Was genau ist das? Ich habe Kriminalwissenschaften studiert in Deutschland und war dann 10 Jahre für den Inlandsgeheimdienst dort im Einsatz. Mein Job war es dort, Informanten aus dem Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben. Das heißt also, einen wildfremden Typen im Milieu zu finden, und zwar auch einen, der davon abhängt, wirtschaftlich und sozial, und den dann dazu zu bringen, trotzdem mit uns zu kooperieren, obwohl es dann natürlich um was geht für ihn, ja, und er Risiken eingehen muss. Da stellt man sich vielleicht landläufig eher so vor, dass dann jemand vom Geheimdienst kommt und das Ganze eher mit Erpressung versucht. Das funktioniert nicht, wie wir bei dir gelernt haben. Du kannst nicht einen Typen nehmen, an die Wand packen und so lange Druck machen, bis er aufbricht und verrät, wo die Aufträge erteilt werden, wo die Kohle hinfließt, sondern man muss da subtiler vorgehen. Druck kann ich machen, wenn ich ein kurzfristiges Ziel habe. Die Polizei arbeitet zum Beispiel so. Die können über ordentlich Druck und Insider-Informationen rausholen aus Tätern, aus Verdächtigen, aber die haben nur kurzfristige Ziele. Ja? Die bearbeiten ihre Anzeige, ihren Verdachtsfall, danach Klappe zu, Affe tot. Und ich habe als Geheimagent ein anderes Ziel. Mein Job ist es, den richtigen Mann langfristig innerhalb einer Organisation an der richtigen Stelle zu platzieren und ihn dort vielleicht sogar aufzubauen, weil ich an die Informationen kommen möchte, die in der Hierarchie höher sind. Ja? Und das geht nur über einen langen Zeitraum, und da scheidet Druck als Führungsmittel zu 100% auf. Ja, manche glauben auch, ich kann mir einen V-Mann kaufen, aber auch das funktioniert nicht. Ja? Wenn der V-Mann merkt, dass der Gehalt an Informationen, den er mir gibt, mit Geld aufgewogen wird, wird er sehr schnell beginnen zu lügen. Die Geschichten, die er mir erzählt, werden immer wilder werden. Also Geld, Erpressung, Druck oder rationale Argumente, wie manche Führungskräfte das nennen, das scheidet aus. Ich muss es tatsächlich auf der Beziehungsebene schaffen. Ja. Du hast deine Karriere beendet beim Geheimdienst und bist mittlerweile Business Coach und Trainer. Was kann man von einem erfahrenen ehemaligen Geheimagenten lernen, was in der Business-Kommunikation wichtig ist? Ja, mein Thema ist das Thema Menschenkenntnis. Wie komme ich in Kontakt? Wie baue ich Vertrauen auf? Wie punkte ich auf der Beziehungsebene? Also wie kann ich schaffen, dass der andere sich für mich, für meine Projekte, Ziele, Ideen und Produkte einsetzt? Und das Tolle ist, überall, wo Menschen mit Menschen zu tun haben, da herrschen ja dieselben Gesetze. Und das ist beim Geheimdienst nicht anders, als wenn es ein Chef mit seinen Mitarbeitern zu tun hat oder du mit deinem Zuhörer, Zuschauer draußen, der Verkäufer mit seinem Kunden. Überall herrschen dieselben Gesetze. Und bei uns im kriminellen Milieu kann man sagen, was dort funktioniert, das funktioniert überall anders auch. Das heißt, unsere Methoden sind irgendwo Schlechtwetter getestet. Du hältst nicht nur Workshops und Seminare, du bist sehr erfolgreicher Autor. Ja. Nicht dein Erstvergehen sozusagen? Nein. Ich habe 3 Bücher geschrieben, alle 3 sind sie Spiegel-Bestseller geworden. Das hier ist das erfolgreichste. Das hat sich allein in Deutschland 150.000 Mal verkauft, ist aber in der ganzen Welt auf Japanisch, auf Koreanisch, auf Russisch in zig Sprachen erschienen. Und das ist das Buch, auch, auf das ich am meisten stolz bin. Hier beschreibe ich, wie der Geheimdienst V-Leute anwirbt, ganz konkret. Das heißt also, du gehst mit mir auf Ermittlungen. Du ermittelst verdeckt natürlich mit mir gegen die Russenmafia. Und das ist ein Krimi, der ist spannend zu lesen. Also dieses Buch ist nicht gemacht für einen Experten, der noch besser werden will, sondern für jemanden, der niemals ins Bücherregal langen würde, um sich ein Buch zu ziehen zum Thema Kommunikation, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung. Sondern das ist ein Krimi, der macht Spaß zu lesen, und an diesem Fall ist eben Wissen aufgehängt. Wie komme ich in Kontakt? Wie punkte ich auf der Beziehungsebene? Wie baue ich Vertrauen auf? Und das kannst du mitnehmen und für dich nutzen. Oder du lässt es links liegen und hast dann einfach Spaß beim Lesen. Ist wirklich super spannend zu lesen, und man profitiert davon. Hast du schon gelesen? Ich habe es gelesen mittlerweile, ja, klar. Bis hinten durch oder bist du ausgeschlossen? In einem Tag durch? Ja, ich bin ein schneller, ich bin ein sehr, sehr schneller Leser. In deinem früheren Job hat man sehr viel mit Geheimhaltung zu tun. Hast du gewisse Fakten ändern müssen? Was davon, über wie viel davon kannst du überhaupt frei plaudern? Also als Geheimagent bin ich Berufsgeheimnisträger, und jetzt bin ich nicht mehr Geheimagent und bin trotzdem noch Berufsgeheimnisträger. Eben, das ist ich vermute, dass das ja sozusagen. Ja, das gilt auch bis an den letzten Tagen meines Lebens, kann man sagen. Und es ist glasklar definiert, über was ich nicht sprechen darf. Das sind ganz konkrete Fälle und Namen, Zahlen, Daten, Fakten, die Rückschlüsse auf die Realität zurücklassen. Was ich in meinen Büchern mache und auch in dem Training, das du erlebt hast, ich erzähle über echte Fälle.
aber die sind variiert. Das heißt, die Namen, die Eigenschaften, die Besonderheiten, die Orte, die sind so, dass sie in der Realität keinen Rückschluss auf die echt handelnden Personen zulassen. Aber es sind echte Fälle, das sind echte Erlebnisse und das macht auch die Spannung dieses Buches aus. Apropos Schreiben, als Autor muss man recht sprachfit sein. Du hast aber mit Sprache noch um einiges mehr zu tun, als nur Bücher zu schreiben. Du bist auch Geschäftsführer des Instituts für Textforensik in München. Ja, ich leite das Institut für forensische Textanalyse. Und wir haben 3 Fulltime-Sprachprofiler, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Texte analysieren. Und unser Tatort ist immer das geschriebene Wort. Das heißt, immer dann, wenn entweder Unternehmen oder auch Privatpersonen von irgendeinem anonymen Schreiber angegriffen, bedroht, verleumdet, erpresst werden, dann kommen wir zum Einsatz, weil wir zum einen anhand anonymer Texte Täterprofile erstellen können. Und wir können auch, und das mache ich noch lieber, das ist noch spannender, anhand von Vergleichstexten von möglichen Verdächtigen dann feststellen, wer war es und wer war es nicht. Und das heißt, wir bringen Klarheit in Fälle. Der Kriminalist, der kann das ermitteln nicht lassen, weißt du. Vor 30 Jahren waren ja dann Texte, die ihr untersucht habt oder die man untersuchen hätte können. Briefe in erster Linie, Schreibmaschine. Heute haben wir das Internet, quantitativ viel mehr an Text verfügbar. Ja. Wie ändert das Internet oder diese sehr, sehr schnelle, teilweise kurze Kommunikation die Arbeit von einem Textforensiker? Die Arbeit ist mehr geworden. Das ist das Einzige, was sich geändert hat. Also die Anonymität des Internets. Dort wird nicht mehr wirklich anonym geschrieben, sondern pseudonym. Das heißt unter Vortäuschen einer falschen Identität, irgendeines Fake-Namens beispielsweise. Das macht es leicht und komfortabel, anonym anzugreifen, bedrohen, zu verletzen, zu verleumden, zu beleidigen oder irgendwelche Behauptungen in den Raum zu stellen. Und dadurch ist unsere Arbeit deutlich mehr geworden. Die Methoden dahinter sind immer noch dieselben. Okay, weil Text bleibt bei Text und da gibt es eben bestimmte Merkmale, die man analysieren kann. Text ist Text und wir analysieren Sprachmuster und schauen, passen die zum Täter oder nicht. Und ob der jetzt per E-Mail kommt, der Text, ob das WhatsApp-Nachrichten sind im Chatverlauf oder wir hatten diese Woche auch wieder ein Schreiben, das klassisch mit der Schreibmaschine, muss man sich mal vorstellen. Wow. Ja, haben wir auch 2 Jahre keins mehr gesehen gehabt, reinkam. Also da gibt es nichts, was es nicht gibt. Was ich mich immer gefragt habe, gibt es diese Leute, die Erpresserbriefe schreiben und Buchstaben ausschneiden und kleben, wie man es im Fernsehen sieht? Habt ihr sowas mal in der Hand gehabt? Ja, die gibt es, aber die sind extrem selten. Die gab es auch noch nie wirklich. Das ist so eher ein Fernsehklischee. Lässt meistens den Rückschluss drauf, dass der Täter ein eher geringes Bildungsniveau hat, seine Bildung vielleicht sogar nur aus dem Fernsehen bezieht. Der letzte wirkliche Täter mit Klebebuchstaben, das war ein Fall in Hannover vor ein paar Jahren. Da wurde Leibniz, die haben einen goldenen Keks vor ihrem Firmengebäude hängen gehabt. Und dieser goldene Keks wurde geklaut von einem angeblichen Krümelmonster. Und das waren junge Leute, die sich da einen Spaß draus gemacht haben, die ja mit Klebebuchstaben gearbeitet. Aber in unserem Alltag bei Unternehmensfällen, da kommt der Klebebuchstaben natürlich nicht vor.